Jan Spielhagen, Sie sind der Foodchef von Gruner und Jahr. Wann haben Sie selbst das letzte Mal am Herd gestanden und gekocht? Naja, gekocht. Also das letzte Mal am Herd gestanden habe ich gerade eben bei dieser Veranstaltung. Unsere Köche haben ja eine Kamtschatka-Krabbe zubereitet und Seeigel geöffnet. Und da habe ich zugeschaut, weil man das ja nicht jeden Tag sieht. Das letzte Mal gekocht habe ich, glaube ich, gestern Abend. Grundsätzlich, wenn Sie zu Hause sind und kochen, schneiden Sie dann Ihre Kartoffeln mit den Beef-gebrändeten Messern, die Sie im Online-Shop haben, und braten Sie Ihren Fisch in der Beef-Bratpfanne? Zweimal nein. Ich habe zu Hause so ein Lieblingsmesser, das habe ich vor vielen Jahren mal von einem Freund bekommen. Es ist so ein bisschen was Besonderes mit gefältetem Stahl und so, und das ist zu meinem Lieblingsmesser geworden. Das benutze ich eigentlich für alle Handlungen. Und die Pfanne, die wir zurzeit verwenden, ist, glaube ich, auch keine Beef-Pfanne. Ich frage deswegen, weil es diese Produkte nämlich alle gibt. Sie haben Bratpfannen, Sie haben Messer, Sie haben Kühlschränke. Reicht es nicht mehr, eine Zeitschrift zu machen? Muss man Line-Extensions in die wahre Welt, in die wirkliche Welt bringen? Das spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Sie mit Ihrer Marke, so sie das leistet, außerhalb des publizistischen Geld verdienen können. Wir könnten mit Beef auch sehr gut vom reinen Vertriebs- und Anzeigenerlös leben, aber die Marke eignet sich einfach sehr dafür, dass man eben auch noch ein Branding- und Merchandising-Geschäft macht, und das nehmen wir gerne mit. Welche Rolle spielt das finanziell gesehen für Sie? Es ist ein sehr gesundes drittes Standbein geworden. Es hat noch nicht die Bedeutung vom Vertriebs- und Anzeigenergebnis, aber es ist eine schöne dritte Säule sozusagen. Und da ist auch am meisten Wachstumsperspektive. Sie haben ja auch vergessen, das Restaurant aufzuzählen, das wir in Frankfurt eröffnet haben. Also es wird noch dinglicher als nur eine Pfanne oder ein Messer. Zu dem Restaurant wäre ich gleich noch gekommen. Wie stellen Sie sicher, weil Sie ja als Jan Spielhagen nicht selbst am Herd stehen in Frankfurt im Restaurant, dass da nicht nur Beef draufsteht, sondern auch die Beef-Qualität drin ist? Na, wir haben natürlich beim Konzept ganz erheblich mitgearbeitet. Um nicht zu sagen, es entworfen, und beim kulinarischen Konzept auch. Also das sind zwei Dinge, der Raum und die Karte, die ganz doll auf die Marke Beef einzahlen und ganz viel mit der DNA von Beef zu tun haben. Und was wir dann noch brauchen, das haben wir Gott sei Dank gefunden, ist ein wahnsinnig guter Partner. Das ist in diesem Falle Marché International, eine 100%ige Tochter von Mövenpick. Die wissen, wie das geht, weil die das 100-fach in der Welt machen, viele, viele Restaurants haben. Und genau diese Konstellation brauchen sie, glaube ich, um eine Marke zu pflegen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Tagesgeschäft möglich zu machen, das sie nicht permanent kontrollieren. Haben Sie ein Feedback von Ihren Lesern zu den Produkten, also einerseits das, was Sie im Online-Shop verkaufen, andererseits zum Restaurant zum Beispiel? Absolut. Also es gibt auch Produkte, die machen wir so richtig, um den Leser glücklich zu machen. Da könnte ich zum Beispiel von unserem Adventskalender erzählen, der im Moment für 70 Euro verkauft würde, wenn er nicht längst ausverkauft wäre. Der war sofort weg. Wir haben 4.500 Stück produziert, 24 Türchen, hinter denen sich Fleisch, Wurst, Schinken und auch andere Dinge für die Küche verbergen. Das ist so ein Produkt, das machen wir, weil wir wissen, der Leser findet das nett, sich den Dezember über mit der Marke zu Hause zu umgeben oder das weiterzuschenken. Und andere Dinge, zum Beispiel eine Pfanne, da ist uns dann nicht so wichtig, ob die nur der Beef-Leser bekommt. Deshalb verkaufen wir die auch über ganz andere Vertriebskanäle noch. Da geht es ums Geld verdienen. Wie weit lässt sich so eine Marke spreizen, ohne dass man am Ende im eigenen Saft schmort und womöglich nur noch Content-Marketing für die eigene Marken- und Erlebniswelt macht? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Magazin als solches weiterhin wahnsinnig gut ist. Also in dem Moment, wo das Zusatzgeschäft dazu führen würde, dass das Magazin schlechter würde, würden die Leser das merken. Und wie weit sich so eine Marke spreizen lässt, ich glaube, das hat mit der Marke zu tun. Also die Marke Beef erträgt eine Spreizung innerhalb ihrer Markenidentität. Geht das sehr gut? Was darüber hinausgeht, ob wir jetzt Chips machen würden, glaube ich eher nicht. Ob wir im Lebensmitteleinzelhandel glaubwürdig wären als eine Frischkäsemarke, würde ich auch eher nein sagen. Aber es gibt schon noch ein paar Produkte, die mir einfielen, die man machen könnte unter der Marke Beef. Und dann gilt für uns auch Trial and Error. So wahnsinnig viele Erfahrungen gibt es ja da auch bei uns noch nicht, wie man damit umgeht. Und wenn etwas misslingt, dann machen wir es auch nicht mehr.